Also mal an der Platte drüben. Hier haben wir also unsere kleine Weiche, unsere kleine Weiche, unsere Weiche. Klein ist es ja generell hier bei Spurzett. Ich werde jetzt auch direkt anschließen, wie sie später rangeschlossen werden muss. Wobei ich jetzt kein Theater mache, wenn jetzt hier eine von den Laschen nicht richtig drin sitzt. Ich muss sie ja sowieso wieder abmachen. Na komm. Mensch. Da muss ich sowieso gucken, da kommt hier hinten noch ein Tropfen Kleber drunter, dass es dann auf der Platte fixiert ist. So, sitzt sogar perfekt, aber was soll's. So, muss ja ganz gut sitzen, ein bisschen rüberdrücken. Passt das, und hier vorne kommen wir noch vorbei, das ist in Ordnung, notfalls werde ich da was ansetzen. Gut. Dann ran mit dem Millimeterbohrer. Jetzt werde ich hier neben der Weiche direkt hier werde ich jetzt das Loch bohren. Ja. Hammer. Und jetzt. Den Federdraht ausrichten. Sie ein Stückchen hinter. Brauche ich da nichts so doll abzuknipsen. Okay. Das Loch haben wir hier. Und dann wird dann an dieser Stelle. Damit ziehe ich jetzt beides gemeinsam hier ab. Ja. Nee, will nicht, aber ich weiß, was ist. So, nochmal ranhalten. Das Loch ist hier. Draht ein bisschen hinterziehen vorher, Moment. Und dann hier haben wir jetzt die Stelle. Ich weiß nicht, ob wir es sehen auf der Kamera. Ich denke schon. Und jetzt biege ich den Draht im 90 Grad Winkel ab. So, Hammer. Und somit können wir dann die Weiche super nah bewegen. Das lasse ich jetzt hier erstmal liegen. Jetzt brauchen wir ja das Messingröhrchen. Das Messingröhrchen habe ich jetzt hier. Ich habe das eben ausgemessen, wie lang ich es brauche. Das heißt, ich habe es einmal durch die Platte gesteckt und lasse das meistens so einen halben Zentimeter unten länger rausmachen. Abzuschneiden geht das relativ einfach, wenn man nicht gerade immer an der Kamera wackelt. Ich kann einfach ein bisschen hier hin und her drehen und nicht so vor schräg kommen, wie ich das hier gerade gemacht habe. Ja, wenn du das nämlich mit der Zange abkneifst, na komm, jetzt haben wir es. Dann ist es ja platt, ne? Mal nichts gekonnt. Wir wollen ja immer noch, dass es ordentlich mit der Hohle ist. Okay, dann mache ich meistens mit der, meistens eigentlich immer mit der Spitze des Messers. Sieht das alles hier so ein bisschen und gerade das von innen, ne, dass die Öffnung schön ordentlich nach innen groß ist, die andere Seite auch, hat ja schließlich schon mal was abgeschnitten hier. Ja. Jetzt haben wir hier das Röhrchen, sieht man das, von beiden Seiten schön ordentlich. Gut, dann gehen wir zur Bahn. Dann werden wir das jetzt hier reinstecken. Wo er ist jetzt? Ja, toll. Die Sucherei bei den Korkkram hier. Das überlegst du jedes Mal, wo ist das Festloch? Schöner Satz. Naja, egal. Nee. Ja, toll. Am besten die Weiche nochmal hinlegen. Und schauen, wo der Knick ungefähr ist. Müsste ich es eigentlich relativ gut wiederfinden. Das heißt, das ist hier in der Drehe. Du siehst das durch die Kork, hier ist es doch, oder? Ja. Durch die Korkoberfläche nicht so richtig. Das ist das Problemchen. So, und jetzt mache ich so. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Ich nehme mal kurz hier die Kamera in der Hand. Ja. Macht sich vielleicht besser. Und lasse das Röhrchen. Warte mal. Sieht man vielleicht besser, wenn ich ein bisschen dran wackle. Hier ist es. Und lasse das so 2 mm oben rausgucken.
Und dann wird das jetzt, das mache ich aber gleich mal ohne Kamera, mit einem Tropfen Sekundenkleber fixiert. Und dann kommt dort im Grunde genommen, das zeige ich ja wieder, der Federstahldraht durch. So, ist egal, ich mache das trotzdem auch mit Kamera. Hier den Tropfen Sekundenkleber dran. Dann ist das Röhrchen fixiert. Das reicht völlig aus. Und als nächstes mal ein bisschen pusten, dann den Draht. Sehen wir das? Oh, ich denke mal, das wird schon so halbwegs verständlich sein. Durch das Messingröhrchen durchführen. Und jetzt kommt der nächste Fummelkram. Mit dem Röhrchen versuchen. Dazu muss man das nämlich hier am besten in der weißen Lasche ein bisschen beweglich haben noch. Ich hoffe, ich bin nicht zu laut. Ich bin gerade ziemlich nah am Mikrofon. Und die Weiche dann entsprechend anschließen. Und dann sind wir ja, was die Höhenbewegung angeht, immer noch flexibel, weil wir ja uns in diesem Röhrchen, das passt, in diesem Röhrchen immer noch frei bewegen. So. Bisschen rüber drücken, weil hätte eine leichte Kurve sein müssen. Aber ich denke mal, wir kommen da super noch vorbei. Ich werde mal ganz kurz hier einen Lock nehmen, dass wir hier nicht nachher Blödsinn bauen. Und hier so einfach mal lang schieben. Ja, da ist genug Spiel. Mir ging es bloß darum, dass wir hier unten nicht irgendwo das obere Gleis berühren. Deswegen versuche ich das so ein kleines bisschen, nicht viel. Ich will keine Knicke drin haben in der Strecke, rüber zu drücken. Und dann sollte das doch passen. Wenn ich jetzt hier unten am Draht wackle, na, nee, der hängt jetzt gerade runter, den kann ich jetzt nicht wirklich, den habe ich keine Gewalt drüber. Aber hier sehen wir schon hier oben ganz gut, das ist beweglich. Obwohl ich hier wahrscheinlich nochmal rausmache, ja, das mache ich auch, einen kleinen Knick reinhaben möchte. Oder wenn wir näher rankommen. Ja, beweglich ist es. Ich denke, ich werde einen kleinen Knick reinmachen in den Federdraht. Schauen wir mal, ob ich es hinkriege jetzt hier, trotz der Kamera. Ansonsten muss ich sie mal kurz wegnehmen, dass ich hier nichts zerstöre. Da ist der Knick. Ich hoffe, der ist nicht zu weit hinten. Das, umso leichter geht es dann nämlich. Mal festhalten. So. Ja, okay, das ist in Ordnung. Ja, bewegt sich hier, da sehen wir es, doch recht ordentlich. Gut, jo, nach ein paar notwendigen Schönheitsoperationen ist das Gleis nun endlich drin, beziehungsweise die Weiche. Und zwar hat mir hier an der Seite, hier drüben, da sehen wir es hier, hat mir eine Verbindungslasche gefehlt. Das hatte ich überhaupt nicht gesehen, das müsste eigentlich auf dem Video zu sehen sein. Und ich hatte hier vorne, da habe, etwas Kork unterarbeiten müssen jetzt, weil ja das Gleis durch das kleine Zwischenstück, wo der Strom angeschlossen wurde, ja, jetzt zu weit nach hier gewandert ist. Und dadurch musste ich jetzt hier was unterfüttern, dass ich dann hier hinten entsprechend mit der Strecke hinkomme. Die soll ja hier landen. Das ist auch super so, dass die noch einen Zacken weiter rüber gekommen ist, weil ja hier auf der Seite hier hinten nachher die Fabrik hinkommt. Und da habe ich dann ein bisschen mehr Platz, mich da auszutoben. Und das wird bestimmt ganz witzig. Jo, von unten, um mal jetzt weiterzukommen zum Thema, worum es eigentlich geht. Aber ich halte wohl das Mikrofon gerade zu. Das ist jetzt hier. Da sehen wir jetzt den Draht rausgucken, den Federstahldraht. Der wird im Grunde genommen dann umgebogen. Und, Moment, wo habe ich jetzt das Augenblick? Hier haben wir jetzt den Weichenantrieb. Das sind dann die, schalte dann so hin und her. Das kann man dann jetzt hier, wenn man hier drauf drückt, zentrieren. Jetzt ist das mittig. Und das Ganze wird dann hier unten drunter, kann man das ganz gut das sehen, ja. Wird hier drüben sehen wir ja schon mal einen Antrieb. Und dann wird der Antrieb dann entsprechend hier unter die Bahn gebracht. Wahrscheinlich wird er hier so sitzen und im Grunde genommen ein
wenn das umgebogen ist, hier ein Draht von da nach da gezogen. Das habe ich im anderen Video schon mal gezeigt. Ich werde mal ganz kurz hier rüber gehen. Da sehen wir es ganz gut. Dann brauche ich das jetzt hier nicht extra zu machen. Hier unten. Da haben wir es. Ich hoffe, dass es jetzt nicht so dunkel hier ist. Ich habe an der Bahn das Licht noch nicht runter. Hier sehen wir praktisch den Antrieb, den wir rumgeknickt haben. Da habe ich dann ein Stückchen von der 014er Litze Isolierung drüber gezogen und dann hier auf der Seite am Antrieb angebracht. Und so wird es dann drüben im Grunde genommen auch gemacht. Und dann läuft das ganz sauber. Ich mache es mal von Hand. So. Und entsprechend legt sich das dann auch oben. Das ist eine andere Weiche, aber das ist ja egal. Hier sehen wir es dann, wie es bewegt. Das war es im Grunde genommen schon. Wie gesagt, das mache ich jetzt hier auch. Und dann ist es im Grunde genommen schon fertig. Ich kann das ganz gut hier von unten schon mit der Hand, den Gang nur wirklich am Draht zu drehen. Und das, obwohl der so klein ist und ich kaum Gewalt habe, kann ich das schon, ne, so bewegen. Also die Leichtläufigkeit, die Leichtgängigkeit, die ist da. Und dann sollte es auch passen. Alles klar. Dann geht's weiter. Hoffe ich doch. Thank you.